Sie leiden an Übergewicht und wissen nicht, was sie am besten machen sollen, um Gewicht zu verlieren? Eine häufige Antwort, die man hierzu bekommt, lautet: Mach eine Diät. Damit ist es aber in den meisten Fällen nicht getan und die Pfunde kommen häufig wieder mit dem gefürchteten Jojo-Effekt zurück. Bei der Behandlung von Übergewicht gibt es viele Punkte, die zu beachten sind. Je nach Schweregrad der sogenannten Adipositas und den individuellen Begleiterkrankungen, die sie mit sich bringen, gibt es verschiedene Verfahren, die zur Verfügung stehen. Grundsätzlich, unabhängig vom Verfahren, ist es in den meisten Fällen das Ziel, eine Änderung bzw. Anpassung des Lebensstils zu erreichen. Neben der klassischen Diät und Steigerung der körperlichen Aktivität mittels Sport gibt es viele weitere Möglichkeiten, die beim Abnehmen unterstützen können. Generell unterscheiden wir die operativen von den nicht-operativen Verfahren. Zu den operativen Verfahren gehören klassischerweise der Magenschlauch oder auch Gastric Sleeve, aber auch der Magenbypass. Hierneben gibt es natürlich noch viele weitere Verfahren, die operativ zur Verfügung stehen, dies dann allerdings in speziellen Situationen. Zu den nicht-operativen Verfahren gehören endoskopische Verfahren, wo man mit einer Magenspiegelung den Magen auch verkleinern kann, aber auch der Magenballon, welcher unter anderem auch eingesetzt werden kann, gänzlich ohne Narkose. Jede dieser Optionen hat Vor- und Nachteile und kann je nach Bedarf und Gesundheitszustand allein oder auch in Kombination eingesetzt werden. Wenn Sie mehr über die einzelnen Verfahren wissen wollen oder schon eine genaue Behandlungsmöglichkeit in Erwägung gezogen haben, können Sie sich gerne bei mir zur weiteren Beratung einen Termin in der Kühlklinik vereinbaren.